CDU steuert Programmpunkte bei. Am 10. April, dem 70. Jahrestag der Bombardierung Plauens, wird es in der Spitzenstadt zahlreiche Gedenkveranstaltungen geben. Auch der CDU-Stadtverband will seinen Teil dazu beitragen, wie heute während eines Pressegesprächs bekannt wurde. Für uns war es wichtig, im Vorstand und im Stadtverband 70 Jahre Gedenken der Zerstörung Plauens etwas Besonderes herauszuheben. Und da habe ich mit den Akteuren gesprochen, also mit dem Bergknappenverein und mit der Neuapostolischen Kirche, ob wir dort noch Programmpunkte zusätzlich hineinnehmen können. So soll es um 17 Uhr eine Gedenkveranstaltung im 10 Jahre alten Luftschutzmuseum Meierhof geben. Dazu will Gerd Müller, der Chef des Vogtländischen Bergknappenvereins, einen Vertreter des Sächsischen Kampfmittelbeseitigungsdienstes ins Boot holen. Für 19.30 Uhr ist die Aufführung des Mozart-Requiems in der Neuapostolischen Kirche durch deren Zentralchor und Orchester geplant, so der Gemeindevorstand Carsten Treiber.